stark, stärker. Blau-Weiß. Im Eiltempo sicherten sich die Berlinerinnen den 5. Sieg im 5. Spiel und bleiben weiterhin ungeschlagen. Auch gegen den Bielefelder TTC gaben sie sich keine Blöße und siegten mit 7:2. Ja, ich denke, jeder hat für sich sein Bestes gezeigt, hat gespielt, was er konnte, um das Team zu unterstützen, und das haben wir auch gegenseitig. Nach dem sicheren Sieg gegen die Stadtrivalen vom STC und der Eroberung des ersten Tabellenplatzes gingen die Berlinerinnen mit ordentlich Selbstvertrauen in die Partie gegen den Tabellensechsten. Doch Trainer Alexander Dersch hatte im Vorfeld trotzdem gewarnt, die Bielefelderinnen nicht zu früh abzuschreiben. Wie gesagt, man darf es nicht unterschätzen, und man weiß auch immer nicht, wie so ein Tag läuft. Wir hätten auch in die Halle gehen können heute. Alles sind gute Mannschaften, auch wenn es vielleicht das Ranking dann zeigt, dass es eine schwächere Mannschaft sein kann. Aber ja, schön, dass es heute echt gut gelaufen ist. Trotz einiger Veränderungen in der Aufstellung präsentierten sich die Gastgeberinnen in gewohnt alter Stärke. Sophie Greiner, die ihr Bundesliga-Debüt im Einzel feierte, siegte mit 6:2 und 6:3 über Yvonne Kühler. Der Rumänierin Andrea Amalia Roska gelang gegen Tabea Dembek ein nahezu perfektes Match. Doch die Bielefelderinnen blieben hartnäckig. Wir waren total motiviert. Wir haben uns total gefreut, auch hier spielen zu dürfen in diesem Club. Dass wir jetzt gewinnen wollten, das wollte jeder von uns sicherlich einzeln, aber wir wussten auch, dass es sehr, sehr schwierig wird heute. So entschied die Niederländerin Susanne Lamens das Spitzenspiel für die Gäste. Sie bezwang Sion Mendes in 2 glatten Sätzen. Auch an anderer Stelle zeigte sich der Kampfgeist der Bielefelderin. Katharina Lücke lieferte sich ein enges Match mit Lena Greiner, zog sich aber mitten im 2. Satz eine Zerrung zu und hatte sichtlich Schmerzen beim Aufschlag. Eine medizinische Auszeit konnte sie nicht nehmen, da kein Physio mitgereist war. Lücke spielte ihr Match zu Ende, dennoch musste sie sich einer starken Greiner klar geschlagen geben. Die frühe Vorentscheidung also bereits nach den Einzeln. Der Sieger hieß erneut Blau-Weiß. Es war kurz die Überlegung aufzugeben, aber das wollte ich nicht. Also ich wollte das Match zu Ende spielen. Es waren dann noch 4 sehr, sehr kurze Punkte leider nur. Aber ich hatte bis dahin ein richtig gutes Match und sehr viel Spaß gemacht heute. Für die verletzte Katharina Lücke sprang in den Doppeln die Niederländerin Erika Vogelsang ein. Doch auch dort stellten die Blau-Weißen ihre Dominanz unter Beweis. Die Duos Iwagnenko und Roska sowie Mendes und Klaassen gewannen ihre Matches und gaben jeweils nur 3 Spiele ab. Trotzdem ließen die Bielefelderinnen nicht locker. So ging der letzte Punkt des Tages an die Gäste. Im Match-Tiebreak siegten Sabrina Baumgarten und Yvonne Hübler über die Greiner-Schwestern. Hart gekämpft, dennoch ein souveräner Sieg der Berlinerinnen, die einfach zu stark waren und sich kaum Fehler erlaubten. Und so darf es ruhig in die nächsten Spiele gehen. Wir gehen, denke ich, wieder so rein, wie wir heute auch reingegangen sind. Spiel für Spiel, Punkt für Punkt und gewinnen. Schon am Sonntag geht es für die Berlinerinnen nach Hannover. Auf dem Bielefelder TTC wartet der Tennispark Versmold. Ob Katharina Lücke dann wieder fit sein wird, ist unklar. Am Freitag darauf steht das letzte Auswärtsspiel für den TC Blau-Weiß gegen den Club an der Alster an. Auch dann wollen sie ihre Position verteidigen und ihre gewohnte Stärke beweisen.